Hallihallo zusammen. Ich habe einen doppelten Topflappen gehäkelt. Wie macht man das jetzt, dass das Ding so aussieht? Das zeige ich euch jetzt. Ist auch anfängertauglich, absolut anfängertauglich. Ich finde ihn einfach mega hübsch. Den kriegt meine Tochter zu Weihnachten, weil sie sich immer beklagt, dass sie keine Topflappen hat, die auch funktionieren. Also wo man keine heißen Hände mehr kriegt. Das ist so ein Ding. Das sind zwei Quadrate gehäkelt und dann zusammen, direkt zusammen gehäkelt. Joa. Mit einem Henkelchen dran, dass man ihn auch aufhängen kann, wenn man möchte. Ja, und das zeige ich euch dann jetzt, wie das funktioniert. Und wie gesagt, anfängertauglich. Dann lasst uns mal loslegen. Das ist hier eine Wolle aus dem, ja, es ist so ein Mehrpackwolle. Wolle Mehrpack. da sind fünf Farben, Weihnachtsfarben drin. Das werde ich euch unten drunter hier auch verlinken, wenn ich es denn kann, darf. Weil bei mir funktionieren diese Links, diese Fotografien einfach nicht. So, wir machen jetzt erstmal einen Ring. Eine Luftmasche. Jetzt machen wir sieben feste Maschen in den Ring 1, also 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Jetzt, wo ist der Faden jetzt? Ist er weg, verschwunden? Diesen Faden ziehen und einfach zu ziehen. Dann aus dem ganzen Geknuddele hier euch jetzt die Anfangsmasche suchen. Und einfach eine Kettmasche arbeiten. Und jetzt direkt noch eine, nee, zwei Luftmaschen. Denn jetzt arbeiten wir hier in diese Lücke direkt noch ein halbes Stäbchen. Und jetzt verdoppeln wir jede feste Masche. Es ist ein bisschen knuddelig am Anfang, aber es ist zu schaffen. Wenn ihr jetzt könnt, dann den hier sofort mit einarbeiten. Ich versuche das auch, damit der gleich weg ist. Dann brauchen wir ihn nicht mehr vernähen. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier war. Dass die Tücken liegen man meistens immer am Anfang. Muss selber schauen, dass ich hier keine feste Masche liegen lasse.
Geschafft. Moment. Da bin ich wieder. Der Faden ist, wie ihr seht, weg. Der ist mit eingehäkelt. Jetzt 1, 2, 3. Wir verdoppeln gleich wieder das erste Stäbchen. Und jetzt verdoppeln wir jedes halbe Stäbchen der Vorreihe Runde. Das ist natürlich wesentlich angenehmer und besser zu häkeln. Das ist immer am Anfang leider, dass man da echt Schwierigkeiten hat, alles sauber und ordentlich hinzukriegen. Entschuldigt bitte das Sägegeräusch. Dafür kann ich auch nichts. Vorletzte Stelle. Das werde ich jetzt einfach mal überspringen und dann hier in die dritte Luftmasche von unten gezählt meine Kettmasche reinarbeiten. Wer jetzt sagt, ich möchte genau wie die liebe Melanie nach jeder zweiten Reihe eine neue Farbe einhäkeln, dranhäkeln. Ich zeige euch mal, wie das geht. Faden nehmen. Weil ich mache es jetzt hier für dieses Teilchen nicht, weil ich das Teil mit den mehreren Farben schon gehäkelt habe. Dann zack, ja. Einfach damit schon mal verbinden. Hinten alles festhalten mit dem Mittelfinger. Und dann könnt ihr fleißig, ne, also wie gesagt, das ist immer ein bisschen problematisch. Ihr könnt den Faden auch einfach hier erstmal anknoten. Ja? Wem das jetzt alles zu frickelig ist, der knotet ihn sich hier an. Schiebt dann den neuen Faden runter und dann macht ihr, dann ist es leichter für euch. Zack, ja? Und dann einfach mit einhäkeln wieder. Und das macht ihr dann mit der dritten Farbe genauso. Dann muss ich erstmal das hier wieder lösen. Nun.
Und dann lasst ihr einfach die Farbe, die ihr braucht, hoppala, was ist hier los? Die Farbe, die ihr dann braucht, also die alte Farbe lasst ihr runterfallen und die neue Farbe, die ihr dann benutzen wollt, einfach hochnehmen. Also wenn das jetzt hier, wenn das jetzt hier der Faden ist, den ihr nicht mehr haben wollt, runterfallen lassen und den neuen Faden hochnehmen. Ja, dann könnt ihr weiter häkeln. So, das nur mal zum Farbwechsel erzählt. Das macht ihr dann alle zwei Reihen so. So habe ich es bei meinem Topflappen gemacht. So, jetzt werden hier nur noch feste Maschen gehäkelt. Heißt nur eine Luftmasche. Und jetzt verdoppeln wir nur noch einmal mit einer festen Masche. Nee, gar nicht, weil wir müssen ja eine Ecke zaubern, genau. Noch einmal in die gleiche Einstichstelle. Und jetzt zählen wir 7 feste Maschen ab. 6, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in die siebte häkeln wir jetzt 3 feste Maschen. 1, 2, alles in die gleiche Einstichstelle. Da ist nämlich die nächste Ecke entstanden. Jetzt wieder 6 feste Maschen je Einstichstelle. Also in jede Einstichstelle eine feste Masche. Das waren 3, 4, 5 und 6. In die siebte wieder 3 feste Maschen. 1, 2 und noch einmal in die gleiche Einstichstelle. Nächste Ecke gearbeitet. Jetzt wieder 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Hier wieder 3 feste Maschen in einer Einstichstelle. 2 und 3. Und es geht weiter mit den letzten 6 festen Maschen. 1. Und wie ihr seht, komme ich nicht hin damit. Also verdoppeln wir hier nochmal. 2. 3. Hier auch nochmal verdoppeln. 4. 5, hoppla, und hier auch nochmal verdoppeln. 6. Also man schummelt dann da so ein paar Maschen dazu. Das ist überhaupt kein Problem, wie ihr seht. Und hier mache ich auch nochmal eine rein. Dann einfach Kettmasche rein. Eine Luftmasche für den Anfang. So, Quadrat ist fertig. Also das Anfangsquadrat. Wir müssen nämlich ab jetzt noch 11 weitere Runden häkeln. Wir machen also wieder hier 2. Dazu in eine Einstichstelle 2 feste Maschen und jetzt einfach in jede feste Masche
Eine feste Masche. Diese Runde mache ich noch mit euch und dann glaube ich schon, dass ihr alleine fertig werdet damit. Mal gucken, aufpassen, wo ist jetzt die Einstichstelle, wo ich drei feste Maschen reinarbeiten muss. Bei mir ist es jetzt hier. Und weiter geht's. Mach die festen Maschen nicht so klein. Sonst habt ihr nachher Probleme, in die festen Maschen einzustechen. Von der Vorreihe. Da ist meine nächste Ecke. Eins, zwei und drei. Weiter geht's mit der nächsten Kante. Gleich kommt meine nächste Ecke, die vorletzte. Eins, zwei, drei. So, die Runde ist auch beendet. Ich mache jetzt hier schon wieder meine nächsten drei festen Maschen. Ja, und so geht es jetzt fleißig weiter. Jetzt kann man sich natürlich hier auch gut einen Maschenmarkierer mal reinsetzen. Damit man weiß, wo ist jetzt hier der Anfang und das Ende der Runde. Mache ich auch gleich. So, ich melde mich dann wieder, wenn ich meine 11 Runden gehäkelt habe. Bis dann. Und wer jetzt glaubt, dass ich das hier innerhalb kürzester Zeit geschafft habe, der irrt. Ich habe nur auf Pause geschaltet und ja, das Video war jetzt, glaube ich, locker eine Stunde auf einer Pause. Wenn nicht sogar 2 Stunden auf Pause. Also das dauert schon. So. Jetzt müsst ihr aufpassen. Und ihr seht hier hinten, dass ich da ja alles... ja, also ihr braucht keine Angst haben, dass das Löcher haut, wenn ihr jetzt mehrfarbig arbeitet. Ja, macht es nicht. Es haut keine Löcher rein. Ihr müsst einfach nur immer wieder wechseln. Dann den Faden, den ihr für die Runde nicht benötigt, einfach runterfallen lassen und den anderen Faden, den ihr gerade, mit dem ihr häkeln wollt, hochholen. Natürlich könnt ihr dann dabei gerne eure Fäden verkreuzen miteinander. Ist alles möglich. Jo, das nur mal zur Info. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr beide Innenseiten aufeinander... Ja, Moment. So, dass ihr beide Innenseiten aufeinander legt.
das hier ist meine Innenseite und das vom zweiten Teil ist meine Innenseite. Also gehe ich hin und lege das so aufeinander. Und jetzt geht es darum, dass man ja das hier miteinander verbinden muss, in meinem Fall. Mache ich einfach erstmal nur verbinden. Ich suche mir da eine Stelle, wo es am besten passt. So, es ist nicht so einfach. Und verbinde jetzt damit. So. So hat man dann schon mal beide Seiten, beide Kanten erstmal so miteinander verbunden. Jetzt häkelt man einfach die zwei Teile Masche für Masche zusammen mit einer, also ich mache das mit einer, auch mit festen Maschen. So, weiter geht's, da die Masche suchen, hier die Masche suchen. Ich mache es extra so, damit auch die Anfänger sehen, was mache ich hier eigentlich. Jetzt ist hier die nächste Einstichstelle. Immer schauen, wo war ich vorher mit meinem Faden drin. Ich melde mich dann wieder, wenn ich an der Ecke angekommen bin. Da war der Finger ein bisschen zuckerig. So, an der Ecke angekommen. Einfach miteinander verbinden. Mehr nicht. Und dann wieder Masche für Masche weiter zusammenhäkeln. Immer schauen, wo war man in der, wo war jetzt die Masche, wo man schon drin war. Dann eine weitergehen. Und so macht man das mit allen Ecken. Bis das Ding miteinander komplett verbunden ist. Ich mache das jetzt mal alleine weiter. Jo. Bis dann oder gleich. Die letzten Maschen machen wir jetzt mal zusammen. Jetzt ist es relativ einfach, weil wir schon die anderen Kanten miteinander verbunden haben.
So, das war's. Jetzt steche ich noch mal hier unten rein, damit das auch alles wirklich miteinander verbunden ist. Mache noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab. Ziehe den Faden raus. Das ist, was übergeblieben ist. Da hätte ich jetzt keine Runde mehr mitgeschafft, weil ich noch eine Runde hätte machen wollen. Das wäre kritisch geworden. Maschenmarkierer an die Seite. Und jetzt machen wir noch einen Knoten, damit auch nichts mehr aufgehen kann. Und jetzt müssen wir das nur noch hier vernähen. Fertig ist der zweite Topflappen. Also wer sich da jetzt noch die Finger dran verbrennt, am Topf, da weiß ich auch nicht. Es ist schon ein doppelt gehäkelter Topflappen. Mehr kann man da nun nicht. Da ist der zweite im Bunde. Ja, mehr kann man da jetzt nicht machen. Ja. Das sind dann auch die Last-Minute-Geschenke, ne? Wenn man denn ja, noch nichts hat. Das kann man mal schnell am Wochenende machen. Vier Topflappen häkeln, beide dann zweimal zwei Teile aneinander häkeln. Fertig ist ein Topflappen. Ist, finde ich, auch, ich finde es ein super Weihnachtsgeschenk, ganz ehrlich. Ich zeige euch noch mal was anderes, was ich auch noch fertig gemacht habe. Moment. Das sind meine stylischen Weihnachts, ja, Socken. Kommen aus dem YouTube-Kanal Woolhouse. Ich verlinke es euch wie immer unterm Video in der Beschreibung. Das wollte ich nur noch mal eben. Das ist Größe 39, 40. Das wollte ich euch nur noch mal gezeigt haben. Die habe ich auch noch fertig gemacht. Die gehen aber nicht ganz so schnell zu stricken. Also das ist ein bisschen mehr Arbeit. Da braucht ihr, aber könnt ihr noch bis Weihnachten schaffen. Da braucht ihr wirklich 4 Tage für. Im Ganzen. Vielleicht eine Woche, wenn ihr Anfänger seid. Aber es ist absolut auch noch, naja, was heißt absolut? Es ist anfängertauglich. Traut euch mal ruhig was, wenn ihr das, wenn ihr gleich das Video bekommt. Okay. Dann wünsche ich euch jetzt, wir gehen auf den vierten Advent zu. Ich wünsche euch eine entzückende dritte Adventwoche. Ja, ich bin aus den Krankheiten auch raus. Mein Kind geht wieder in die Schule. Sie macht eine schulische Ausbildung und ja, hab mehr Zeit für mich. Gott sei Dank. Ja, dann, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt am vierten Advent wiedersehen. Das wird dauern, bis ich das nächste Projekt fertig habe. Weil jetzt kommen erstmal lauter gestrickte Weihnachtssocken an die Reihe, weil es haben noch zwei Leute geschrien, ich möchte auch eine Weihnachtssocke.
Einmal meine Tochter und einmal mein Nachbar. Ja. Ja, entschuldigt, dass ich so aussehe, aber ne, Krankheiten nehmen ihren Lauf und ja, ist alles nicht so einfach. Dann super gestylt auszusehen, also nee, will ich auch gar nicht. Ich sehe ein bisschen durch den Wind aus. Aber okay, es wird auch wieder besser und ja, nur ich bin auch halt echt kaputt und müde von der ganzen Pflege für meine Tochter. Wenn man eine Grippe mit Bronchitis hat, Leute, das ist nicht ohne. Also meine Tochter, nicht ich. Gut, dann wünsche ich euch jetzt schon mal, weil wir haben heute Donnerstag einen entzückenden vierten Advent und ja, eine restliche schöne Vorweihnachtszeit. Ob wir uns an Heiligabend, ersten und zweiten Weihnachtstag sehen. Weiß ich nicht. Ich wünsche euch dann jetzt schon mal auch ein schönes Weihnachtsfest, falls wir uns nicht mehr sehen auf diesem Kanal. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Das war jetzt erstmal noch eine Last-Minute-Geschenkidee von mir. Okay. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch Weihnachten gut schmecken mit euren Lieben. Ja, bleibt gesund. Ihr seht ja, wie schnell das alles gehen kann, dass man nicht mehr gesund ist. Ja, danke für jedes Abo. Danke, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Danke für jeden Daumen nach oben. Ja. Es kann, ja, ich weiß nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir uns bis Weihnachten oder so ähnlich noch sehen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich will mich da auch jetzt nicht stressen oder so. Deswegen, ne? Ihr wisst Bescheid. Lasst mir weiterhin Abos da. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Damit ich weiß, dass ihr die Videos. Dass die Videos bei euch gut ankommen oder was weiß ich, ja. Einfach das Kommentare dalassen. Kritik immer gerne. Daraus kann man nur lernen. Lob natürlich auch, ne? Auch gerne genommen. Okay. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal.